Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Rome 2 Let's Play Einzelspieler. Ja, wir haben es nochmal geladen, die Schlacht, also nicht geladen, die Schlacht, sondern wir haben einfach den letzten Spielstand geladen. Und ja, ich habe jetzt offline noch ein paar Truppen rekrutiert und ja, was gemacht halt. Und jetzt machen wir Folgendes: Im letzten Part haben uns ja also die Etrusker angegriffen. Wir haben die Stadt Apollonia verloren. Aber ich will es nicht sagen, wirklich, also. Ich mache sowas normalerweise nicht, dass wenn ich eine Stadt verliere, ich lade da sofort neu und es anders machen. Vor allem nicht, wenn ich ein Let's Play mache. Aber das war wirklich, Leute, falls ihr den letzten Part gesehen habt, wie die Schlacht ausgegangen ist, das war wirklich. Das war nicht verdient, der Sieg für die Etrusker, finde ich. Und deswegen machen wir das jetzt so. Wir liefern uns jetzt eine Seeschlacht gegen die Etrusker. Die Etrusker haben 7 Schiffe und wir haben 9. Ich glaube, das werden wir schaffen. Oder ich weiß gar nicht, ob das. Okay, sie fliehen sowieso. Okay, vergesst es. Ja gut, die fliehen. Ich glaube, die werden sich nächste Runde um unsere Stadt kümmern. Das wird natürlich ziemlich suboptimal sein. Wartet mal, Leute. Ich glaube, ich tue einfach mal hier aufhören, was zu rekrutieren. Und tue hier eine Flotte aufstellen. Damit wir sie wenigstens an See ein bisschen behindern könnten. Flotte aufstellen. Angriffstheorie. Ich weiß nicht. Axtkämpfer. Schiffszustand. Die haben natürlich einen deutlich höheren Schiffszustand. Kosten nichts, natürlich. Die hier haben dafür mehr Nahkampfangriff. Und ja, generell ein bisschen mehr Nahkampfabwehr und Rüstung. Dafür haben die natürlich gute Schiffe. Und sie haben einen Skill. Schnelles Nachladen. Ach so, das sind Fernkämpfer. Ach so. Okay. Und hier haben wir natürlich noch die Skorpion-Tiriere. Wie ist da der Schiffszustand? Ach, der ist ja noch schwächer. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so recht. Geschossschaden, Reichweite 150. Da würden wir vielleicht 2 Schüsse abfeuern und dann wär's das. Also, wenn dann schon, ich denke mal, die hier Angriffs-Tetrea, Tureros-Speere. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auslesen kann. Versprechen, kacken. Entschuldigt für meine Aussprache. Ich kann nicht so gut Latein oder was auch immer das ist. So, dann stellen wir sie mal in den Hafen und rekrutieren nichts, weil wir kein. Wieso können wir nicht rekrutieren? Ach so, weil die keine Bewegung mehr hatten, ne? Ja, weil die mich gerade frisch entwickelt wurde. Okay, ja gut, dann haben wir wenigstens ein Schiff mehr. Ich hoffe, die Etrusker greifen uns jetzt nicht an. Gucken wir mal ein bisschen zur Diplomatie. Also, mit dem Mazedonien haben wir. Gutes Bündnis, sagen wir es mal so, oder Beziehungen. Also die halten uns praktisch den Weg Nordosten, den Rücken frei und die Ardeae den Norden. Das heißt, wir müssen uns jetzt halt eben nur um diese drei Völker kümmern. Athen, Sparta und Etruskische Liga. Ja. Also haben wir praktisch den gesamten Westen und Südosten auf unserer Gegenseite. Super. Naja, dann schauen wir mal. Nächste Runde, oder? Warte, ja. Gut, ich hoffe mal, sie werden es nicht angreifen. Falls ja, dann ein paar Fernkämpfer vielleicht, was uns eh nichts bringen wird, aber vielleicht, ja. Hier mal so. Warte mal, können die Brandpfeile? Ne, die können nicht Brandpfeile, okay. Aber die machen mehr Schaden, stimmt das? Ja, komm. Eine Einheit. Gut, Runde beenden. Ich hoffe, die Spartaner greifen uns nicht an. Ich hoffe es. Ah, wir haben vergessen, wie Rom mit Etruskern steht. Und die Etrusker sollen gefälligst von unserem Land verzupfen. Ja, dann müssen wir wieder die in Larissa die Armee abziehen, ne? Ja, die ist nämlich für den Südteil verantwortlich von Griechenland. Aber gut, ich denke, das werden wir schnell gebacken kriegen, ja. So, okay, nichts ist passiert. Gut, Invasionsschreit, wir gehen an Land. Ja, das sind die hier von wegen Invasion. Das ist ehrlich gesagt nicht so viel. Gut, wir sehen, unser Geld geht immer weiter runter, also unsere Einnahmen. Deswegen machen wir jetzt mal so ein bisschen Wirtschaftstechnologie. Hier hätten wir die Amphorenbrennerei, Bibliothek. Das wäre vielleicht eine Investition für unsere Technologien. Baukosten wachsen in allen Provinzen. Ich wäre eher für die Bibliothek. Dann bauen wir uns eine Bibliothek, dann können wir mehr erforschen und ja. Das wäre eine lohnende. Entschuldigung.
Es wäre eine lohnende Investition. Gut. Sabotageversuch. Brunnen vergiften. Ah, da haben wir anscheinend einen Spion irgendwo. Aha. Ja gut, macht nichts. Dann ziehen wir jetzt unsere Streitkraft. Die sind eh nicht so stark. Ich hoffe mal, die fliehen nicht. Ich möchte nämlich ganz gerne aus meinem Land vernichten. Ja, die können nicht fliehen und wir haben einen Hinterhalt gemacht. Halleluja, das machen wir natürlich selbst. Hinterhalte mache ich immer selbst. Erstens, weil sie episch sind. Zweitens, weil man da, glaube ich, viel mehr wegsenken kann, als wenn man sie automatisch macht. Ich weiß, ich habe damit nicht so gute Erfahrung, aber ich denke, es ist so. Gut. UTV. Schlacht von Thessalia. Thessalia. Ja. Thessalia. Blablabla. Streiter des Olymp. Gegen Etruskische Liga? Okay. Lol. So, dann gucken wir mal, wo ist denn ihre Karawane? Hier ist sie, okay, ja gut, die erwischen wir locker. Die werden locker weggehen, wie warme Semmeln. Fernkämpfer natürlich vorderster Front, oder wartet, nee, nee. Fernkämpfer hierhin. Und die werden beschützt von denen, die hier nach vorne gehen. Genau, und sie beschützen mit Band. Einer Phalanx, eine stabilen. Gegen die Kavallerie. Und ja, die Hoplitenbürgerwehr meinetwegen. Die nehmen wir einfach nur so mit als Unterstützungseinheit. Ich will die mich nicht kündigen, weil die ist sowieso nicht so teuer, oder? Obwohl 160 pro Runde. Achso, nee, nee, 160 ist die eine Anzahl, die maximale. Ups, ja. Ja, gut, das gucke ich dann in der Kampagnenkarte, wie viel kostet. Unser Le General le guckt noch da hinten rum, okay. Sonst haben wir nichts, oder? Nein, passt. Der General muss natürlich chargen, ist ja klar. Gut, Gefecht starten. Machen wir mal kurz Pause, weil es dauert immer ein bisschen, bis ich hier so meine Einheiten ausgewählt habe und charge und so weiter. Ihr wisst ja da, wie das ist. Oh, charge, charge, charge. Und natürlich auf die Fernkämpfer nicht verachten. Was haben die denn hier? Hastati, Quintus, Marza, das ist ihr Gen anscheinend. Oh, das sind Triarii. Ja, von denen halten wir uns lieber mal fern. Und die Fernkämpfer bitte auf die Triarier schießen. Schnell feuern anmachen. Und meinetwegen können die Bürgerwehrleute sich hier so ein bisschen, ja, später darum kümmern. Gut, dann charged. Oh, die raschen direkt in die Triarier rein. Das ist nicht vorteilhaft. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und wie ich es wusste, die rennen genau in die Phalanx rein. Super. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal da unsere Kavallerie kurz raus. Sandwich, los, Hopliten. Die Hopliten for the win. Haben die ihren Skin geändert? Nicht, oder? Nee, passt schon. Ich dachte nur gerade wieder. Louder than a lion, cause I am the. Okay, Copyrights. Ich weiß. Obwohl das eh niemand hört. Von dem her. Ist das doch egal. Und ihr Hauptmann hält sowieso am meisten aus. Wer hätte das gedacht? Den snacken wir jetzt aber. Los. Wenn wir, ich glaube, wenn wir den Hauptmann plätten, dann hat die andere Armee gar keine Chance mehr zu überleben. Los auf sie! Auf die Astati! 97 sind das noch! Alter Schwede! Holt sie euch! Genauso wie die Kavallerie sie sich holen muss. Los, 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 los! Ey, das kann doch nicht sein, dass der sie da alle aufhalten kann. Junge, den kriegst du doch. Alter Falter! Leute, was geht? Unsere Phalanx da kurz rein. Jawohl, die Kavallerie, sie stürmt. Fortfahren natürlich, wir möchten sie alle, wir möchten sie alle haben. Angriff, los. Alter, wie die da einfach eingeengt sind, ohne Witz. Halleluja. Gut. Sehr schön. Ja gut, das überspringen wir.
Jawohl, der feindliche General ist tot. Klick. So, ich glaube, das waren sie. Ne? Da hinten sind noch die Astartes. Die löschen wir noch ganz kurz aus. 25 Stück, das überleben die nicht mehr. Gib ihm, jawohl, gut gemacht. Die Bürgerwehr, die hat auch was auf dem Kasten, jawohl. Na, wie viele sind das noch? Wie viele sind das noch? Komm, 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 wo sind sie? Oh, bei der Generalseinheit haben wir genau einen Mann verloren. So tragisch. Gefecht beenden, jawohl. So, das war mal tragreich, würde ich mal sagen. Wir haben einen Kollateralschaden gemacht. Ich weiß nicht, sagt man Kollateralschaden? Sagt man das? Also schreibt es mal in die Comments, falls ihr das wisst. Sagt man zu Kollateralschaden nur, wenn Zivilisten umgekommen sind oder auch wenn verbündete Einheiten umgekommen sind? Das würde mich mal interessieren. Und Gefangene töten. Der hat's überlebt, der Drecksack. Mit einer Plänkler-Einheit. Okay, ja gut, ich melde mich gleich, ne? Kurzer Cut. So, das sind wir wieder. Ja, ich war gerade ein bisschen dämlich. Ich bin nämlich zurück zum Hauptmenü gegangen, ohne abzuspeichern. Deswegen haben sich jetzt zwei Sachen verändert. Und zwar erstens, die Armee hier ist nicht gelandet. Das heißt, wir haben sie auch nicht besiegt. Leider, die ist weggezogen. Schade eigentlich. Und das zweite ist, das Gute ist, wir haben den Agenten entdeckt, der hier Unruhe stiften wollte. Und das heißt, wir können ihn jetzt bekämpfen, falls wir es denn schaffen können. Attentat geht immer noch nicht. Manipulation. 23%, also positives Ergebnis würde schon mal 70% bringen. Das heißt, wir versuchen es. Komm schon. Oh, und Athen hat hier eine Befestigung gebaut. Manipulation gescheitert, schade. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen... nicht so geil, aber gut. Immerhin, was gleich geblieben ist, Apollonia wurde immer noch nicht angegriffen, Gott sei Dank. Jetzt können wir wenigstens eine minimale Flotte aufstellen. Wir müssen jetzt wirklich alles Geld, was wir haben, zusammenkratzen. Selbst unsere Verbündeten müssen wir zum Geld bitten. Welche nicht mal Verbündete sind, oder? Nicht Angriffspakt, vielleicht machen wir ein militärisches Bündnis. Nee, geht nicht. Ach, die haben gar keinen Krieg, aber wir haben Krieg mit zwei Ländern. Ja, das ist natürlich nicht so geil, ne? Warte mal, was könnten wir vielleicht in Mazedonien irgendwas... Oh, die haben vielleicht viele Kriege. Wenn wir da vielleicht irgendwie beitreten und Bündnis schmieden, dann könnten wir mit den anderen auch ein Bündnis schmieden. Das ist so... Ja. Cool. Nein, wollen sie nicht. Was haben wir denn hier? Militärischen Zugang, Nicht-Angriffspakt, Handelsabkommen. Haben wir mal Schutzbündnis? Ne, machen wir nicht. Okay. Mal sehen, die einzige Fraktion, die wir angreifen könnten, wäre Athen. Boah, das wäre gar nicht vom Vorteil. Da müsste ich jetzt überlegen, weil ich meine, Athen mag uns sowieso nicht. Der wird uns sowieso irgendwann mal Kriege klären. Von dem her könnten wir es vielleicht mal machen. Aber wir haben so wenig Geld. Dann fordern wir doch einfach das Athen. Wir erklären Athen den Krieg und dafür möchten wir gerne militärisches Bündnis zum Beispiel. Nee, kriegen wir trotzdem nicht. Schutzbündnis kriegen wir auch nicht. Okay, dann fordern wir halt eben nur Geld. Einfordern, sagen wir mal 2000. Nein, das ist zu viel. 1500. Bitte, bitte. Na, also nur für 1000 will ich jetzt da keinen Krieg mit so einer mächtigen, ja gut, mächtigen in Anführungsstrichen, mit so einer Fraktion anfangen, denn ja, man weiß ja, wie das bekanntlicherweise endet, ne? Blut vergießen, hohes Blut vergießen natürlich und so weiter. Jetzt würde mich aber interessieren, welcher Schwierigkeitsgrad das hier ist. Das ist eine erfolgreiche Chance für feindliche Aktionen, naja. Ist schon scheiße, die Spionin. Okay, jetzt ruckelt das wieder. Moment, Leute, ich muss wieder Aufnahme beenden. Das gibt's doch nicht, ey. Ich mach das noch verrückt. So. Da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt bleibt es endlich wieder mal konstant. Ich weiß, Leute, ich weiß wirklich nicht, was los ist, ja. Ich nehme eine Stunde vielleicht auf und dann kackt es so ab, die FPS-Anzeige, ja. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber das ist wirklich so. Ich gucke auf der Festplatte und 3/4 der Festplatte ist leer. Jetzt leckt es wieder. Seht ihr das? Seht ihr das? Leute, ich werde da echt verrückt. Ich cut's nochmal. Ist konstant zu sein? Ich weiß es nicht, Leute. Naja. Okay,
Ja, sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt bleibt es endlich mal konstant. Ich verstehe das einfach nicht, warum das so ist, wie es ist. Manchmal ist es einfach kaputt. Sorry, Leute, für die Cutscene einfach, aber. Näh. Ist halt. Näh. Entschuldigung für den Ausbruch. Aber, naja. Okay, also, ja. Das haben wir gesehen: die Spionin-Attentat und so weiter ist fehlgeschlagen. Also, beziehungsweise, wir wollten diesen Spion, den spartanischen Spion, überreden, für uns zu arbeiten. Hat leider nicht geklappt und ja. So. Machen wir mal weiter. Also Flotte bilden wir aus, wir haben kein Geld. Das heißt nächste Runde wieder. Alter, wartet jetzt nur, bis wir Fuß gefasst haben in Italien. Dann kann's hier. Dann können sich die Römer, die Etrusker und alle anderen Völker, die uns auf den Geist gehen, mal gehörig warm anpacken, einpacken. Dann können sie sich auf was gefasst machen, wenn unsere Armeen erstmal die Küsten Spartas erobert haben. Küsten Südgriechenlands, sie sich da durchgemetzelt haben. Sabotiert. Huhu, Brandstiftung begangen. Seuche? Krankheit? Oh Gott, nein. Ach, kommt's, Leute. Ja, wir haben Winter, cool. Cool, ja, für unsere Ernte bestimmt nicht, aber. Alter, Leute, Seuche, jo. Das könnten wir jetzt aber als Waffe benutzen. Wir könnten jetzt mit dieser Armee. Könnten wir jetzt einfach nach Italien marschieren. Nach Italien. Ja, auch nach Italien. Aber ich würde jetzt eher nach Sparta marschieren und dort die Seuche verbreiten. Das wäre. Ne, das wäre exquisite Ideas. Und es laggt wieder. Halleluja. Ich hab's schon vermisst. Ja, wir sehen uns dann später wieder. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal kurz die Festplatte geändert. Ich hoffe, jetzt geht's endlich, falls ihr das jetzt hört, falls ihr das ganze Let's Play jetzt hört. Ich habe jetzt total den Time durcheinander gebracht. Ich mache jetzt vielleicht nur 5 Minuten Aufnahme. Ich teste das jetzt mal und dann stelle ich das hoch, falls das klappt. Und wenn nicht, dann. Das klappt wieder nicht, oder? Oder? Ne, das war bloß wegen den Wolken. Okay, ja. Ich hatte schon wieder Angst hier, ne? Sollen wir vielleicht die Wolkeneinstellung ein bisschen runtersetzen, Leute? Was meint ihr dazu? Ich mach das mal lieber. Da könnt ihr mir mal zugucken dabei. Wolken, Wolken, Wackel, 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 Wacker, Wacker, Wacker. Hier seht ihr ja die Einstellungen. Guckt euch das an, guckt euch das an. Oh mein Gott, wie scheiße. Ja, sorry, Leute. Ist halt ziemlich fressend, sowas. Wo haben wir denn die Wolken? Bin ich jetzt blind? Wo sind denn die Wolken hin? Ist das das hier oder was? Ja, Tatsache, aber das sieht man nicht. Ist wohl weggebackt. Naja, dann machen wir es nur mittel so. Zack, zack, zack. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ein FPS im Ladebildschirm, aber ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich hoffe es zumindest. Na, komm schon. So. Back in town, sagst du? Zurück. Spiel fortsetzen. Okay. Ja, bis jetzt läuft noch alles gut, aber das muss ja nichts heißen, ne? Wir wissen ja, das läuft ein paar Minuten gut und dann läuft es wieder nicht gut. Oh, wir können schon unsere Stadt erweitern. Und hier ist anscheinend was kaputt gegangen. Warum auch immer. Gucken wir mal kurz unsere Nachrichten durch. Bau abgeschlossen, Bevölkerungsüberschuss. Ach, Tatsache, das war das hier alles. Nee, das war. Ach so, ja. Ich habe vergessen, dass das provinzübergreifend ist. Ich dachte, das wäre die Stadt. Nein, passt schon. Okay, Apollonia, was könnten wir denn da bauen? Brauchen wir was in Apollonia unbedingt? Natürlich, Musterfeld, oder? Aber wir brauchen noch dringend Geld. Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir. Gucken wir mal, was es hier noch für eine andere Art von Kaserne gibt. Ach so, da gibt es danach nur die Plänkler, okay. Oder die Kavallerie. Ne, das sind die Baktrier. Nee, also für, ja, Epirus, oder? Ja. Nee, dann bauen wir hier was Wirtschaftliches hin und zwar Gehöft. Na, ich weiß nicht, das bringt mehr Geld. Wir brauchen Industrie, komm. Wir brauchen Geld. Wir sind zu geldgeil. Na gut. Nächste Chance und wer du für Muscles hier. Warte, du. Ah, die braucht wieder so viel Kohle, ey. Das gibt's doch nicht. Ja gut, dann beschützt wenigstens ein bisschen unsere Streitkräfte. Ja, die haben natürlich jetzt die Pest. Pest. Die haben jetzt natürlich die Pest, ne? Ja. Führt zu Verschleiß. 20 Minus. Oh, fuck, jetzt könnten die uns angreifen. Das wäre ganz und gar nicht sexy.
Aber gut, so ist das nun mal im Leben, ne? Sexy muss nicht immer alles sein. Gut, dann machen wir noch die nächste Runde und dann beende ich den Part. Falls uns nächste Runde jemand angreift, dann tue ich das einfach in den nächsten Part rein. Ja, es tut mir leid, aber wir dürfen es nicht übertreiben. Krieg erklärt? Was? Rom. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter Leute, wisst ihr, wie geschönt wir jetzt gerade sind? Wir haben nur zwei Provinzen. Das Geld ist knapp. Wir haben zwei Verbündete. Gut, das ist das einzige Positive in diesem Moment. Wir haben jetzt eins, zwei. Wir haben drei, vier. Wir haben schon fast fünf Feinde, ja, also vier Feinde. Oh Gott. Wenn ihr deren Verbündeten noch ankommen, oder? Ach, zum Glück, okay, die Verbündeten haben mich mit einbestimmt. Okay, gut. Klientelkönigtum von Senatsloyalisten. Oh, den gibt's ja auch noch hier. Ja, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen buggy, ne? Weil natürlich der Mod weg ist, aber wenigstens kann man es spielen, Leute. Und das ist halt eben geschichtlich inkorrekt. Das muss ja eh nicht immer korrekt sein, ne? Das gibt die Geschichte und so weiter. Hier, Rom 2. Eigentlich schon, aber. Ist jetzt egal. Nein, nein, ist egal. Ja. Und falls ihr den Sound sau laut hört, ich höre ihn übrigens leise, ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, Fraps spinnt da bei mir so ein bisschen, aber naja. Wundvergiftet. Aha. Mission erteilt. Rekrutiert den folgenden Agenten Streiter. Ja, das wäre vielleicht die Idee gegen. Ich weiß nicht. Ja, gegen agentenfeindliche Spione. Streiter rekrutieren. Haben wir denn dafür überhaupt das Geld? Um ehrlich zu sein, haben wir dafür kein Geld. Nein. Alter, wir sind so am Popo. Können die wenigstens nicht irgendwas machen? Können die sie nicht wenigstens wegbashen irgendwie? Jetzt wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir sie wenigstens aufhalten könnten, aber das hilft uns jetzt leider nichts. Eigenschaft hat ein plus 3% Baukosten. Oh Gott. Oh Gott. Verschleiß. 230 Mann verloren. Und verborgener Agent entdeckt, ja. Nee. Das sind jetzt eher so diese Kacknachrichten, ja. Oh Gott, die Tosca können wir gar nicht wegbashen. Die Gitter. Bläh. Ach, das einzige, was. Die einzige Möglichkeit, die wir jetzt hätten, ja, mit unserer Armee, wäre die folgende. Wir würden hier zum Beispiel an Land gehen. Wir müssten aber genug Bewegungspunkte haben, um hier ein Lager aufzubauen. Also ein Fort, eine Befestigung. Und somit könnten die uns vielleicht angreifen, weil wir sie natürlich aufregen würden. Aber wir hätten wenigstens ein Fort, also hätten wir wenigstens eine minimale Chance. Und da könnten wir die Brundisium angreifen. Das wäre aber ziemlich waghalsig. Oh, die Bevölkerung mag uns. Das heißt, wir müssen die Steuern erhöhen. Aber sorry, also in diesen Zeiten müssen wir jetzt wirklich die Steuerstufe ein bisschen höher stellen. Es tut uns leid. Ja, auf sehr hoch bitte. Gut, jetzt machen wir wenigstens etwas mehr Einnahmen. Oder? Warte mal. 12 Zufriedenheit. 11 militärische Präsenz und Charakter 4. Ja, da würden wir so ungefähr Ausgleich kommen. So, dann schiebst du sie mal in die Flotte rein und die Flotte fahren wir mal hier lang. Wenn wir jetzt allerdings auf See angegriffen werden, dann sind wir sowas von am Popo. Allerdings die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, deswegen fahren wir mal hier hin. Okay, Apollonia ist ungeschützt. Halleluja. Wir werden sterben, wenn sie angreifen. Aber wenn wir jetzt keine Gegenmaßnahmen ergreifen, dann werden wir ebenfalls untergehen. Und ich denke, die Gegenmaßnahme lautet, dass wir mit dieser Armee Richtung Sparta marschieren müssen, egal wie stark sie sind. Wir müssen uns jetzt einfach dem Feind stellen. Es hilft nichts. Es hilft einfach nichts, Leute. Wir haben zwar die Pest, aber wir bringen sie nach Sparta. Wir stecken uns übrigens im Wald. Hinterhaltstellung geht nicht, schade. Söldner anheuern. Nein. Okay, Runde beenden. Ach ja, ich wollte die Aufnahme beenden. Gut, also, wir sehen uns dann im nächsten Part und ihr werdet sehen, wenn wir angegriffen werden. Wenn wir angegriffen werden, nicht, dann nicht. Spannung steigt. So, ja, das war das Video, Leute. Hier seht ihr die verschiedenen Projekte meiner Kollegen und mir. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Falls nicht, kommentiert es bitte und sagt, was wir falsch gemacht haben oder was wir verbessern können. Wir sehen uns dann, Leute. Tschüss.